Hallihallo, da sind wir schon wieder. So, einen recht schönen guten Tag. Heute wieder mal getrennt gelaufen, die Anja und ich. Die Anja mit den Sticks und ich mit den Beinen. Also mit meiner Hand und meinem Ellbogen, das scheint soweit in Ordnung zu sein. Also da kann ich auf jeden Fall mit leben. Fahrradfahren zwar noch nicht, aber ja, ich habe ja auch einen Ergometer, wo ich nachmittags drauf kann. Ja, und wo ich ein bisschen Schmerzen noch habe und was mir wirklich echt zu schaffen macht, das sind meine Rippen. Hier oben so, Schulter anfangen. So. Oh, Schlüsselbein und so die Ecke. Ah, fürchterlich. Also muss ich nicht haben. Aber es wird ein bisschen dauern, bis das wieder weg ist. Lass mich gleich nochmal einreiben. Ja, und der Fersensporn, der macht mir heute auch sehr zu schaffen. Aber es sind halt so Sachen, da muss man sich dran gewöhnen. Irgendwann sind sie nicht mehr da. Oder so. Ja, ich laufe jetzt gerade 1 Stunde 12 Minuten und muss gleich rumdrehen. Ich habe noch so einen kleinen Schlenker angehängt, um der Anja entgegenzulaufen. Die habe ich gerade getroffen, die hole ich jetzt dann rückwärts wieder ein. Ja, bei ihr scheint das besser zu sein mit ihrem Fersensporn. Habe ich ja gestern, glaube ich, schon gesagt. Denn die bekommt ja jetzt Spritzen in die Ferse, anstatt dieser Stoßzellentherapie. Und das scheint ja gut zu funktionieren. Ja, ansonsten war das mit dem Laufen heute ganz okay. Hat Spaß gemacht. Ist mal wieder trocken. Wir führen 8:0 im Wetterspiel. Der April scheint auch dieses Jahr, genau wie im vorigen Jahr, keine Chance zu haben gegen uns. So, jetzt drehe ich rum. Genug in diese Richtung. Ja, und mal abwarten, wie es weitergeht. 8 Tage im April sind zumindest für uns entschieden und das kann nur besser werden, ne? Vielleicht wird es ja noch ein bisschen wärmer. Heute hatten wir nur 8 Grad, als wir gestartet sind. Ich habe schon wieder total abgefrorene Finger. Das muss man mir mal erklären. Also unglaublich, ne? Na gut. Ich würde sagen, ihr kennt das ja in die Richtung und bis demnächst.